Shalom, Salam und der Friede des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Wir lesen heute aus dem Römerbrief vor. Kapitel 1, Vers 1. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften der Bibel vorher verheißen hat über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung. Amen. Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen. Für seinen Namen. Zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen, unter denen auch ihr seid, Berufene Jesu Christi. Amen. Allen Geliebten Gottes. Amen. Berufenen Heiligen. In Rom, Arom heißt nackt und Arum und listig auf Hebräisch. Denn die Schlange war listiger als alle Tiere. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesus Christus, euer aller wegen, dass euer Glaube verkündet wird, in der ganzen Welt. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene, wie unablässig ich euch erwähne, alle Zeit in meinen Gebeten, indem ich flehe, ob es mir wohl durch den Willen Gottes endlich einmal gelingen wird, zu euch zu kommen. Herr Dr. Roger Libby, ich grüße Sie und ich grüße dich, mein Bruder Abdul Memra. Amen. Und ich grüße euch, meine Geschwister von der Gemeinde aus YouTube, die ihr sehr gute Evangelisation leistet, werde Licht. Amen. Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe abgebe, um euch zu stärken
Das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden. Ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als meinen. Ich will aber nicht, dass euch unbekannt ist, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin, damit ich auch unter euch etwas Frucht habe, wie auch unter den übrigen Nationen. Sowohl Griechen als auch Nicht-Griechen, sowohl Weisen als auch Unverständigen bin ich ein Schuldner. Dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, willig, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Amen. Sowohl dem Juden zuerst, als auch den Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart. Aus Glauben zu Glauben. Amen. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Amen. Und es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sind, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Amen. Indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie dahingegeben in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Deswegen hat Gott sie dahingegeben
in schändliche Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt. Verwandelt. Und ebenso haben auch die Männer, männlichen wörtlich, den natürlichen Verkehr mit der Frau, wörtlich weiblichen, verlassen. Sind in ihrer Begierde zueinander entbrannt, indem die Männer, wörtlich männlichen, mit Männern, wörtlich männlichen, Schande trieben. Und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Vers 28. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten. Festzuhalten. Halt uns fest, Herr Jesus. Halt uns fest. Wörtlich, Gott in Erkenntnis zu haben. Amen. Und Gott hat sie dahin gegeben, in einen verworfenen Sinn, untauglichen Sinn, untauglichen, in ein untaugliches Denken, in eine untaugliche Gesinnung, in eine verworfene Gesinnung. Zu tun, was sich nicht gebührt. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit. 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 Bosheit. 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 Habsucht. 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 Sucht nach Habe, Habsucht, Habsucht. Ich habe Sucht nach Habe, Habsucht. Schlechtigkeit,
Schlechtigkeit, schlecht, 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 schlecht. Ja, wir sind alle schlecht, Herr, da ist kein Gerechter. Voll von Neid. Wir sind neidisch. Mord. Wir morden. Wir ermorden Menschen, wir ermorden Tiere, wir morden, wie es uns beliebt. Ob es im Geist ist, in unseren Gedanken oder in Wahrheit, in der irdischen Welt, wie wir alltäglich ersehen. Wir morden, wir Menschen sind Mörder. Mörder. Seit dem Sündenfall sind alle Menschen Mörder. Jeder Mensch ist ein Mörder. Ja, ich auch. Ich bin ein Mörder. Ich habe schon Menschen umgebracht. In meinen Gedanken, irgendwann, habe ich bestimmt schon mal jemanden verflucht. Ich bin ein Mörder. Oder habe ihm den Tod gewünscht. Ich bin ein Mörder. Streit. Ich habe auch schon gestritten und streite noch. Ich bin ein Streiter. List. List. Ja, ich war hinterlistig gewesen. Doch ich versuche, das nicht mehr zu sein. Aber nur durch dich, Herr Jesus. Tücke. Verbreiter übler Nachrede. Ich habe auch schon über andere schlecht geredet. Ja, diese ganzen Auflistungen, die kann sich jeder ankreiden. Wir sind seit dem Sündenfall, haben wir die Sünde in uns tragend. Unsere Gedanken verurteilen uns. Weiter im Text. Vers 30. Verleumder. 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 Über andere falsches Zeugnis reden, obwohl es nicht stimmt. Habe ich auch schon gemacht. Sicherheit. Gotteshasser. Gottverhasste. Gotteshasser. Gottverhasste. Gotteshasser. Jemand, der Gott hasst. Gewalttäter. Gewalttäter, anderen Menschen Gewalt antun, anderen Menschen Gewalt antun, Hochmütige, hochmütig, 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 der verdammte Hochmut, er kommt so schnell über einen Menschen. Herr, das geht so schnell. So schnell werden wir hochmütig. Du segnest uns und wir muten uns hoch und ermutigen uns nach oben, anstatt dich zu erheben und dich zu erheben und zu preisen, weil alles Gute von dir kommt, von oben. Prahler, prahlen, 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 Prahler, Prahler. Erfinder böser Dinge, Erfinder böser Dinge.
böse Dinge erfinden. Böse Dinge erfinden. In jeglicher Hinsicht. Mit Vorsatz böse Dinge erfinden. Den Eltern Ungehorsame. Den Eltern Ungehorsame. Ja, ich war sehr oft ungehorsam zu meinen Eltern, als ich klein war. Den Eltern Ungehorsame. Da kann sich jeder, wenn wir den Römerbrief lesen, dann lesen wir über uns. Da kann sich jeder auf seine eigene Nase fassen und kann so wirklich den Römerbrief lesen, weil wir böse sind. Von Grund auf. Es ist quasi ein Spiegelbild, wo wir hineinblicken und uns sehen, wie verkommen wir eigentlich sind und wie verloren. Verloren ist, wenn man nicht weiß, wo man ist. Dann ist man verloren. Deswegen hat Gott Adam gerufen. Kapitel 3. Ich lese Kapitel 3 ab Vers 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Listig ist das Wort, der gleiche Wortstamm im Hebräischen wie nackt. Und zwar sind das vier Buchstaben. Einmal das Auge, einmal das Haupt, einmal den Verbindungshaken und einmal das Wasser und das Blut. Also das Ayin, das Auge. Das ist der Zahlenwert 70. Der 16. Buchstabe, dann der Buchstabe Resch, das ist das Haupt, der Kopf, das ist der 20. Buchstabe mit dem Zahlenwert 200 und der 3. Buchstabe ist das Wav, der 6. Buchstabe und auch ein Eigenwort bezeichnet als und. Hinzufügung, ein Haken, ein Verbindungshaken. Und der 4. Buchstabe, das Mem. Das ist das Zeichen von Wasser. Das ist der dreizehnte Buchstabe mit dem Zahlenwert 40. 40 Tage in der Wüste hat der Herr Jesus vollbracht.
40 Jahre in der Wüste war das Volk Israel. 40 Jahre war Mose alt, als er aus Ägypten abgehauen ist. Als er Ägypten verlassen hat. 40 Jahre befand er sich in Midian. Und 40 Jahre hat er das Volk Israel geführt. Aus dem Land Ägypten hinaus. Und das ist das, der gleiche Wortstamm. Arom heißt nackt. Und wenn man den Vokal Arum ausspricht, ist derselbe Wortstamm, die gleichen Wörter, nur der Vokal bei dem Wav, der wird nicht Rom, sondern Rum, wie Rum. Wie Rom heißt quasi nackt und Rum heißt listig. Ist ein Wortspiel, kann man sagen. Arom, Rom ist nackt und Rum ist listig. Also vorsichtig. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Die Schlange war in der Schöpfungsgeschichte das listigste Tier. 6000 Dollar. Nackt, fast nackt, entblößen, listig, klug, listig sein. Arum. Wir lesen weiter im Kapitel 3 des ersten Buches Mose. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr Gott, Yahweh Elohim, Amen, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt: Ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden. Amen. Da hast du recht. Und ihr sein werdet wie Gott. Da hast du gelogen. Wir werden niemals sein wie Gott, Satan.
Niemals. Und das ist auch gut so, weil wenn ich mich anschaue, mich elenden und sündigen Menschen, der ich bin, ein verdorbener Abschaum, der sich Gott gegenüber rebelliert hat, wie könnte ich denken, dass ich Gott bin, der ich ein sündiger Staubkorn bin? Ja, ein sündiger Staubkorn bin ich nur. Denn aus dem Staub der Erde hast du uns erschaffen. Du, in dir ist Leben, Herr Jesus. Du, Herr Jesus, hast uns erschaffen. Amen. Amen. Und die Frau sah. Sie sah die Augen. Sie verführen. Ja, durch das Auge werden wir verführt. Eva, da hieß sie noch nicht Eva, die Frau, das Weib, sah. Sie sah. Und die Frau sah. Dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen, die Lust der Augen, die Lust der Augen, die Lust. Lust, Begierde, liebt nicht die Begierde. Ihr sollt nicht begehren. Ihr sollt nicht begehren. Ihr sollt nicht begehren. Zweite Mose, Kapitel 20. Ich lese ab Vers 12. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Damit, mit Verheißung, damit deine Tage lange wären in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du
Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Da haben wir das Begehren. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. So viel zu dieser Begierde. Nochmals 1. Mose, Kapitel 3, ab Vers 6 lese ich nochmals. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war. Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Amen. Da wurden ihrer beider Augen aufgetan. Und sie erkannten, dass sie nackt waren. Da ist das ein anderes Wort, aber ähnlich. Da heißt es Eirom, nackt, unbekleidet, Nacktheit, aber ist das Gleiche. Entblößen, Stammverwandt, ja, von Aram, listig sein, 6318. Was wir eben nachgeschaut haben, 6318. Aram, auch Auge, Haupt und das Wasser. Ayin Resh Mem, das Auge, der Kopf, das Haupt, also und die Wasserwellen oder auch Blutwellen, weil Mose hat aus dem Wasser Blut gemacht. Aber als der Herr Jesus Christus, das bedeutet Gericht, Blut ist immer mit Schmerzen verbunden und mit Gericht. Aber als der Herr Jesus gekommen ist, hat er aus dem Wasser Wein gemacht. Um diese Schmerzen wegzunehmen. Und zwar zum Kreuz von Golgatha. Amen.
Ja. Ich lese nochmal Kapitel 3 ab Vers 7. Da wurden ihrer beider Augen aufgetan. Und sie erkannten. Erkannten. Ja, da, kennen, wissen, vertraut sein mit, erkennen, erfahren, verstehen, merken. Das Wort ist ein Jod. Das ist der 10. Buchstabe. Jod. Der Anfangsbuchstabe des Gottesnamens. Ja. Amen. Und der Anfangsbuchstabe des Namens Yeshua. 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 Toda hodula Yeshua. Gepriesen sei der Herr, Hodula Adonai. Preist den Herrn, Kitov, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Hodula Adonai Kitov, ki leolam chasdo. Wenn man in dieser Gnade steht, deswegen komme in die Gnade Jesu. Schließe dich dem Herrn Jesus Christus an. Und du wirst gerettet werden. Du und dein ganzes Haus. Amen. Das Wort weiter, Resch, ist, der nächste Buchstabe ist Dalet, die Tür. Die Tür. Der Buchstabe Dalet ist der 4. Buchstabe im Alphabet und ist eine Tür. Und der Herr Jesus Christus sagt, ich bin die Tür. Das bedeutet, man muss durch die Annahme, Erkenntnis, durch die Annahme des Herrn Jesus, durch die Tür gehen. Und so kommt man ins Himmelreich. Und der 3. Buchstabe des Wortes, Yada, kennen, wissen, vertraut sein mit, erkennen, erfahren, verstehen, merken, können, anerkennen, bekannt sein, sich zeigen, erkennen lassen, verkündigen, belehren. Das Wort bezeichnet zunächst die dem Menschen durch seine Sinne vermittelte Wahrnehmung von Gegenständen und Sachverhalten. Ein Innewerden, Spüren, Gewahrwerden, Bemerken. Ein Sehen oder Hören. Bewusster Einsatz der Sinne, ein Nachforschen und Prüfen oder Überlegen führt dann zu einem Begreifen, Verstehen, Einsehen, einem Erkennen mit dem Herzen. Bei Verwirrtsein des Herzens oder Geistes gibt es kein Erkennen. Ebenso wenig bei Verstocktheit. Das Wort beschreibt auch das Wissen, auch das, was man als Erfahrungswissen weitergeben bzw. lernen kann.
Erkenntnis geht unmündigen Kindern ab. Erwachsene können sie aber suchen und finden. Yada meint keinen reinen abstrakten Denkakt, sondern spricht immer auch von einer ganzheitlichen Beteiligung, die die praktische Umsetzung und ein dem Erkennen angemessenes Handeln einschließt. Etwas zu kennen kann heißen, intensiv Anteil zu nehmen, sich zu kümmern, zu glauben, etwas zu fürchten und kann auch den Verkehr des Mannes mit seiner Frau oder umgekehrt bezeichnen. Das Wort bezeichnet quasi auch den ehelichen Verkehr zwischen Mann und Frau, zwischen Männchen und Weibchen, zwischen Männlichen und Weiblichen. Das Wort, das sagt uns quasi diese Intimität, was das Wort bedeutet. Dieses Wort Spektrum Yada. Denn der dritte Buchstabe ist das Auge. Wie wir bereits vorhin erwähnt haben, der 16. Buchstabe mit dem Zahlenwert 70. 16, 2 mal die 8. 16 ist auch die Summe der drei Buchstaben des Gottesnamens HWH. Diese drei Buchstaben zusammen ergeben die Summe 16. Also das Auge. Wir haben quasi in dem Wort erkennen den Namen Gottes, die Tür, welcher ist der Herr Jesus Christus, und das Auge Gottes. Das Wort beschreibt auch die technische Fertigkeit, ein Können wie das Jagen, Instrumentenspiel, Schifffahrt, Lesen und Schreiben oder die Beherrschung der Rituale der Totenklage. Wenn Gott Personen erkennt, dann bedeutet das Erwählung wie bei Abraham, Mose, David oder Jeremia, auch Erwählung des Volkes als Ganzes, sowie die Tatsache, dass Gott nicht unbeteiligt bleibt, als Richter, der Schuld und Unrecht kennt, und als fürsorglicher Helfer. Gott gibt sich in seinen Heilstaten zu erkennen. Er gibt seinen Willen zu erkennen. Ihn zu erkennen bedeutet gleichzeitig, ihn anzuerkennen, ihn zu fürchten, für ihn da zu sein. Gottes Erkenntnis und Lebensführung nach der Weisung Gottes gehören zusammen. So viel zu dem Wort erkennen, weil der Mann und die Frau, das Männliche und das Weibliche hier, erkannten, dass sie nackt waren. Nochmals ab Vers 7 im dritten Kapitel des ersten Buches der Bibel, des ersten Buches Mose, auch bekannt als Genesis, im Hebräischen Bereshit, im Anfang, Bereshit. Die ersten drei Buchstaben von Bereshit, der Bibel,
bezeichnet auch B für Ben gleich Sohn Gottes. Dann der zweite Buchstabe dieses Bereshits ist Resh, das Haupt, der Kopf wieder. Das ist der Geist Gottes. Und der dritte Buchstabe, der Aleph. Aleph ist der erste Buchstabe in dem Alphabet. Daher kommt auch aus dem Griechischen der erste Buchstabe Alpha. Und Aleph heißt übersetzt von Hebräische ins Deutsche 1000. Also eine 1 mit 3 Nullen. 3 Nullen. Somit erkennen wie das Wort eben Yada, erkennen, dass der erste Buchstabe im Alphabet der dritte Buchstabe in der Bibel ist, als er zum ersten Mal auftaucht. Und Aleph heißt 1000, somit 10 mal 10 mal 10. Und so können wir die Dreieinheit Gottes und die heilige Dreifaltigkeit, also die heilige Dreifaltigkeit Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes erkennen. Amen. So gehen wir weiter. Vers 7 nochmals. Da wurden ihrer beider Augen aufgetan. Und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Feigenblätter. Feigenblätter. Das deutsche Wort Feige. Feige zu sein. Und seht den Feigenbaum, wenn er schon blüht, dass seine Frucht, dass die Zeit nahe ist. Ja, wir leben in der Endzeit. Der Herr kann jeden Tag kommen und uns entrücken. Wir müssen jeden Tag bereit sein. Doch eins ist sicher. Wir kommen nicht in die große Drangsal. Wir werden vorher entrückt. Alle Heiligen in Jesus. Amen. Danke dir dafür, unser König und unser Gott. Gelobet sei dein Name, Herr Jesus. Weiter im Text. Nochmals ab Vers 7. Das dritte Kapitel ab Vers 7. Die heilige Dreieinigkeit und die Vollkommenheit der Schöpfung, der siebte Tag. Also Kapitel 3 ab Vers 7. Da wurden ihrer beider Augen aufgetan und sie erkannten. Da haben wir das Wort wieder. Yada. J-D. Und das Auge. Ja, da. Und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und jetzt kommt es. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn. Elohim, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages.
und sie hörten die Stimme, das Geräusch, die Stimme Gottes, des Herrn, die Stimme Gottes. Eine kurze Pause. Ab Vers 8. 1. Mose, Kapitel 3, ab Vers 8. Und sie hörten die Stimme des Herrn Gottes, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch. Jetzt wird nicht mehr gesagt Männliches, sondern der Mensch steht hier. Der Mensch. Ja, weil da versteckten sich vor Gott, wenn man sündig ist, dann will man sich verstecken, aber man kann sich nicht vor ihm verstecken. Ha-Adam, der Mensch. Ja, der Mensch. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau. Vor dem Angesicht Gottes, des Herrn. Mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Darauf wollte ich hinaus. Er fragt dich, wo bist du? Weil, wenn ein Mensch verloren ist, dann weiß er nicht mehr, wo er ist. Deswegen, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, sondern nehmt die Gnade an. Denn der Herr, er ruft auch dich, o Mensch, wo bist du? Und er ruft, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Zurück zum Römerbrief. Wir lesen ab Vers, Kapitel 1, ab Vers 29 nochmals. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Verbreiter übler Nachrede, Verleumder, Gotteshasser,
Gewalttäter. Hochmütige. Prahler. Erfinder böser Dinge. Schuldig. Den Eltern ungehorsame. Schuldig. Unverständige. Schuldig. Treulose. Schuldig. Ohne natürliche Liebe. Schuldig. Unbarmherzige. Schuldig. Obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Amen. Kapitel 2. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch. Jeder, der da richtet. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Wir wissen aber. Nochmals für diejenigen, die sagen, Glauben ist nicht gleich Wissen. Doch, Glauben ist Wissen und Wissen ist Glauben. So sagt es die Bibel eindeutig, schwarz auf weiß. Amen. Wie Kapitel 2, Vers. Kapitel 2, Vers 2. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die so etwas tun. Denkst du aber dies, Mensch, wir sind sündige Menschen. Vers 3. Denkst du aber dies, Mensch? Der du die richtest, die so etwas tun und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit? Verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit? Verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes.
der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Denen, die mit Ausdauer in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben. Denen jedoch, die von Selbstsucht bestimmt und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm, Bedrängnis und Angst über die Seele jedes Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl des Juden zuerst als auch des Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durch Gesetz gerichtet werden. Es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richtet, nach meinem Evangelium durch Christus Jesus. Amen. Amen. Soweit bis hierhin. Wir haben gelesen bis Kapitel 2, Vers 16. Wir haben gelesen Römerbrief, Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 16. Amen.